Mein Name ist Christian Braun, ich bin von Engagement Global und wir sind heute Partner der Klimawoche, weil wir Themen zum Konsum, zum nachhaltigen Konsum hier auf die Klimawoche mitbringen wollen. Ich bin nicht alleine hier, ich habe zwei Personen dabei, die sich deutlich besser wahrscheinlich damit auskennen als ich, wenn es um faire Mode geht. Und zwar sind das einmal Leonie Loyenburg und Isabel Mann. Bevor ich euch jetzt groß vorstelle, frage ich euch gleich lieber selber. Wer seid ihr? Was macht ihr? Ja, ich fange mal an. Genau, mein Name ist Leni Loyenburg. Ich bin studierte Modedesignerin und arbeite aktuell an meiner Masterarbeit und arbeite im fairen Fashion-Verkauf. Und zusätzlich berate ich noch kleine nachhaltige Unternehmen, für die Gründung und Nachhaltigkeitskonzepte auszulegen sind. Genau, so ein kleiner, kurzer Lebenslauf zu mir. Mache ich weiter. Mein Name ist Isabel Mann, ich habe auch Modedesign studiert und habe 2019 im März einen Laden eröffnet in Karoviertel, verkaufe und produziere selbst Strickwaren und konzentriere mich eben auf die faire Produktion derer, die in Deutschland stattfindet. Und arbeite mit möglichst nachhaltigen Materialien und halte da immer weiter die Augen offen. Und zusammen engagieren wir uns auch bei der Fashion Revolution Week, worüber wir auch noch ein bisschen was erzählen möchten. Ja, danke für die Vorstellung. Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr jetzt im Modebereich überhaupt tätig seid? Also bei mir war das so tatsächlich, dass ich schon von klein auf irgendwie eine Faszination dafür hatte. Also ich habe auch irgendwie mir schon alte Jeans genommen, die auseinandergeschnitten und da irgendwie Taschen draus genäht oder so. Das ist irgendwie so der Klassiker. Und hatte aber schon auch immer das Thema, dass ich dachte, oh, das ist zu oberflächlich. Ich möchte eigentlich gern was mit ein bisschen mehr Tiefe machen. Habe dann aber mich doch durchgerungen, nachdem ich noch ein anderes Studium angefangen habe, Modedesign zu studieren. Und und habe dann halt auch gemerkt, da gibt es da ganz andere Wege und gerade wenn es um faire und nachhaltige Mode geht, da ist halt noch so viel Arbeit steht da bevor, da läuft noch so viel falsch und so bin ich dazugekommen zur nachhaltigen, fairen Mode. Genau, bei mir war es so, meine Mutter hat tatsächlich auch schon Modedesign studiert und es war irgendwie sehr naheliegend, dass ich das dann irgendwie auch mache, weil ich damit einfach so groß geworden bin. Sie hatte einen Wollladen in den 80ern, später dann ein Stoffgeschäft und es war irgendwie Teil meines Aufwachsens. Irgendwie habe ich das nie in Frage gestellt, habe dann auch direkt mit 18 Modedesign studiert und wurde mir irgendwie so klar, wie diese Branche auch abläuft, sowohl in der Bekleidungsbranche als auch die wirklich Modebranche, auch High Fashion, dass die sich kaum auf Fair Fashion berufen, dass es auch heute tatsächlich im höheren Segment auch wirklich immer noch sehr, sehr schwierig ist im Design auch. Und eigentlich wollte ich mich nie selbstständig machen, dann habe ich aber diese Lücke entdeckt und auch gemerkt, ich möchte in der Form, wie das momentan läuft, möchte ich nicht in der Mode arbeiten. Und dann kam der Schluss zu sagen, okay, dann versuche ich es eben besser oder versuche diese Lücke zu füllen. Ja. Wir reden ja hier von nachhaltiger Mode. Was ist eigentlich nachhaltige Mode? Wenn ihr es einmal kurz beschreiben würdet, was macht Mode nachhaltig? Also für mich bedeutet es, dass es in allererster Linie muss ein Produkt langlebig sein. Meiner Meinung nach muss es einfach eine Ewigkeit halten, wie es früher eben einfach selbstverständlich war, dass man es unter Generationen weitergeben kann und sich ein Leben lang daran erfreuen kann oder es auch reparieren kann und das Teil nicht in Fetzen zerfällt. Dann ist für mich auch wichtig, dass es transparent ist, dass man nachvollziehen kann, wo denn die Materialien herkommen, wo es produziert wurde, dass es ethisch, ökonomisch und ökologisch wirklich nachhaltig ist, auch wenn man da noch nicht alle Punkte zu 100% erfüllt, dass man sich zumindest auf der Linie bewegt. Genau. Ja, genau. Und zusätzlich kann man auch auf jeden Fall noch sagen, dass die Inhaltsstoffe von den Materialien, dass die halt auch nachhaltig gesourced sind und auch keine Chemie, also auch in der Färbung drin steckt, die erstens für die Hersteller und Herstellerinnen schädlich ist bei der Produktion und auch nicht für uns, wenn wir dann die Kleidung tragen. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Könnt ihr vielleicht konkrete Projekte nennen? Irgendwas, was ihr cool findet aus dem Bereich nachhaltige Mode? Vielleicht euer eigenes Projekt oder was? Ja, was ist für euch etwas, wo ihr sagt, das ist vorbildlich, das findet ihr gut im Bereich nachhaltige Mode? Also es gibt natürlich Projekte, wo Unternehmen dahinter stecken, zum Beispiel
Vermietkonzepte, wie bei der Kleiderei, die sehr lokal arbeitet, oder auch Close Friends. Und es gibt auch immer mehr, tatsächlich in den letzten Jahren sind da sehr viele dazugekommen. Finde ich total spannend, dass man sagt, dass man, auch wenn man Spaß hat an Mode und man gewisse Sachen einfach mal ausprobieren möchte, dass man eben in diese Vermietkonzepte einsteigt, sich da teilweise über ein Abosystem mitmacht. Und das ist auch so schön, weil zum Beispiel die Kleiderei, das sind lokale Läden, die momentan sind in Freiburg und in Köln. Und dort ist es so, dass man eben auch so diese Community auch schafft. Die Leute kennen sich untereinander, man hat die Möglichkeit, sich auszutauschen. Die machen viele verschiedene Events. Das finde ich total schön, dass man so auf so einer persönlichen Ebene dort agiert. Genau. Genau, und also wir sind ja beide auch Teil der Fashion Revolution Regionalgruppe hier in Hamburg. Und das ist zum Beispiel eine gemeinnützige Organisation, die 2013 gegründet wurde, wo es darum geht, für die besseren Arbeitsbedingungen für die Produzentinnen und Produzenten sich einzustehen und das auch den Endverbraucher klarzumachen, was denn das bedeutet, teilweise für die in diesen Fabriken zu arbeiten, wo es wirklich nicht sicher ist, die Arbeitsstandards. Genau, das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo wir natürlich auch hinterstehen. Und dann gibt es natürlich mittlerweile auch sehr viele Labels oder auch Läden, die sich wirklich um nachhaltige Mode kümmern und da das platzieren. Wie jetzt zum Beispiel, wo ich arbeite, bei Glory in der Marktstraße, oder dann gibt es noch Werte Freunde auch hier in der Innenstadt. Genau, und auch natürlich viele kleine Labels, wie jetzt dein Label, oder auch ganz andere Labels wie Britain Tunnel, die zum Beispiel Kleidung machen aus oder Accessoires aus alten Jeans oder aus alter Kleidung. Ich würde, Isabel, ich würde einmal nachhaken, weil was bedeutet dieses Vermietkonzept? Das heißt, ich miete mir meine Kleidung, oder wie funktioniert das? Genau, also es gibt zwei unterschiedliche Formen, die so ziemlich geläufig sind. Das eine ist wirklich, dass man ein Ladengeschäft hat in der Stadt und dort hängen Kleider wie genau in einem Laden. Man kauft sie aber nicht, sondern man leiht sie sich aus. Man bezahlt also einen bestimmten Betrag pro Monat und dafür kann man so oft, wie man möchte, die Kleidung einfach wechseln und austauschen und so was ausprobieren. Und bei Close Friends zum Beispiel ist es so, das ist eine Online-Plattform, die über eine App funktioniert. Da haben einzelne Leute ihre Profile und man kann sich von einer Person, statt wie auf Kleiderkreise oder bei eBay Kleinanzeigen Produkte zu kaufen, eben einfach einzeln leihen. Es ist darauf ausgerichtet, dass man das dann im besten Falle in Hubs, in stadteigenen Hubs abgibt und es dort abholen kann. Es ist aber auch möglich zu versenden, genau, aber das sind halt alles Projekte, die auch noch, und das ist so spannend, so am Wachsen sind und noch so drin sind, und das ist total schön, da mitzumachen auch am Anfang, und genau. Du hast gerade mitmachen gesagt. Wie seid ihr wirklich da reingekommen, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt nicht nur Modedesign machen, ihr wollt es nachhaltig machen? Also ihr persönlich, stand das von Anfang an, als ihr Modedesign studiert habt, war das klar, dass ihr in diesen Bereich kommt, oder gab es so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, nein, ich möchte jetzt im nachhaltigen Bereich arbeiten? Also bei mir war es auf jeden Fall so, also wie ich eben auch schon gesagt hatte, dass ich immer das Gefühl hatte, ich möchte was Sinnhaftes in meinem Leben machen, und deswegen auch so ein bisschen in meinem Konflikt war mit der Mode, weil ich dachte, das ist irgendwie sowas Oberflächliches und da ist halt auch so eine riesengroße Industrie dran, die halt auch so viel Schaden verursacht. Es ist natürlich dann noch intensiver geworden während des Studiums und auch während des Arbeiten mit Mode, dass man gemerkt hat, okay, wie die Sachen produziert sind, damit möchte ich nichts zu tun haben, da möchte ich nicht hinterstehen, das möchte ich nicht verkaufen. Und dass man halt auch selbst gemerkt hat, okay, ich möchte irgendwie nachhaltige Mode und faire Mode tragen. Genau, also es kam schon dann hauptsächlich durch Studium bei mir. Ja, bei mir war es so, dass es, als ich den Bachelor gemacht habe, es parallel einen Master gab, der sich damit beschäftigt hat. Das war 2011, kam der zum ersten Mal raus, hat er begonnen. Und da war, in der Modebranche gab es noch nicht so, also haben sich noch nicht so viele Leute für Nachhaltigkeit interessiert tatsächlich. So bin ich damit irgendwie so ein bisschen,
ja, beeinflusst worden. Und es gibt aber so viele Aspekte, die da eben falsch laufen in der herkömmlichen Modeindustrie. Beispielsweise auch so der Abfall, der produziert wird. Einfach, wenn man Stoffe, Schnitte zuschneidet. Dann auch was die Überproduktion, wo am Ende die ganze Bekleidung landet, wenn es dann nicht abverkauft wird. Und dann oder zum Beispiel ethische Grundsätze, wie zum Beispiel in meinem Fall, weil ich viel mit Wolle arbeite, auch das Tierwohl. Und das sind all so kleine Punkte, wo man ansetzen kann, wo man so viel besser machen kann und wo man, wo es wirklich wichtig ist, dass eine Transparenz herrscht. Genau, und wenn man sich so den Markt betrachtet, wie er denn ist und auch die Fast-Fashion-Retailer, die immer weiter auf den Markt drängen, wie ja, Primark, wenn das, also irgendwann kommt man an einen Punkt, dass man sagt, nee, so geht's nicht mehr. Man muss irgendwie laut werden, was dagegen ausrichten, weil die Art und Weise, wie der Konsum vonstatten geht und wie produziert wird, ist es ja, nicht mehr tragbar. Aber welche Herausforderungen stellen sich? Also du hast gesagt, du hast einen eigenen Laden, du produzierst jetzt selber. Wie kommst du an deine Materialien ran? Ist es einfach? Gibt es dafür ein großes Netzwerk oder ist es schwierig? Hat sich da was verändert? Also in meinem Fall war es am Anfang nicht ganz so einfach, weil man, wenn man klein anfängt, hat man auch kleine Abnahmemengen und natürlich möchten die großen Unternehmen, dass man lieber 200-300 Meter Stoff abnimmt, da wäre ich aber dann noch Jahre mit beschäftigt. Bei der Wolle ist es Gott sei Dank so, dass es viele Händler gibt, die normalerweise eben an Wollgeschäfte liefern und die haben dann Mindestabnahmemengen von 250 Gramm teilweise. Das geht so in einen Pulli. Damit konnte ich dann ganz gut arbeiten. Was aber so die nachhaltigen Materialien am Anfang anging, war es wirklich schwierig. Also ich war 2016 zum ersten Mal auf einer Garnmesse der Hobby- und Handarbeit in Köln. Und da gab es noch gar nicht viel zertifizierte Materialien nach verschiedenen Standards. Da war wirklich noch sehr viel zu tun. Als ich dann das nächste Mal, und das war das letzte Mal vor Corona, auf der Messe war, hat sich da schon wirklich sehr viel mehr getan. Teilweise mit regionaler Wolle, zertifizierter Wolle, Unternehmen, die auch gucken, die ökologisch färben und so. Also da, es ist so spannend, weil man gerade so drinsteckt und man merkt richtig, wie es vorangeht. Und dass man auch teilweise, auch wenn man nur ein kleiner Player auf dem Markt ist, vielleicht hier und da ein bisschen was mitbewegen kann. Ich finde es total spannend. Du hast ja einen eigenen Laden aufgemacht und du produzierst dann in deinem eigenen Laden teilweise deine Kleidung, die du dann verkaufst. Wie kam es dazu? Es ist ja auch eine totale Herausforderung, oder? Zu sagen, ja, ich mache mich jetzt erstmal selbstständig, dann ich mache einen eigenen Laden auf. Das Risiko, was man trägt, hattest du Sorgen, dass es nicht klappt oder warst du immer überzeugt? Also bei mir war es so, ich habe tatsächlich ganz langsam angefangen. Da steckt kein großes Kapital dahinter, dass ich sage, so, jetzt geht's los, sondern ich war in einem Atelier und habe neben meinem Masterstudiengang immer noch so angefangen und überlegt, in welche Richtung könnte es denn gehen und bin einfach sehr strikt begeistert und bin auch von der Art und Weise, wie produziert wird, einfach total begeistert, weil es ist im besten Sinne fast Zero Waste. Am Ende, wenn man aus dem Faden ein 3D-Gebilde strickt, wo am Ende fast kaum Abfall anfällt und dann genau, dachte ich, okay, du kannst es ja mal online versuchen. Nun ist es nun mal so, dass diese handgestrickten Pullover auch nicht so ganz günstig sind, weil natürlich viel an Zeit mit einfließt, was auch bezahlt werden muss. Und das online nicht ganz so einfach ist, wenn einen kein Mensch kennt, klar. Und dann, ich habe immer mal die Augen offen gehalten nach einem Laden. Irgendwie war das bei mir in der Familie, sind viele selbstständig. Meine Mutter hatte schon zweimal einen Laden, das war irgendwie naheliegend. Und dann kam dieser Laden vom einen auf den anderen Tag bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe mir den angeguckt, habe abends ein Bier getrunken und habe noch einmal überlegt und geguckt, wie lange ich es durchhalte, wenn ich nichts einnehme. Und dann habe ich das versucht und es wurde sehr gut angenommen tatsächlich, das, was mich total gefreut hat. Und so wächst man so langsam vor sich hin, Stück für Stück, das, was für mich aber auch gut ist. Ich will gar nicht in einem großen Ruck wachsen, weil ich dann das Gefühl hätte, dass es mich vielleicht zu sehr in die eine oder andere Richtung wirft und man dann auch mit der Produktion in der Form, wie ich es gerne machen möchte, nicht hinterherkommt. Also mittlerweile stricke ich nicht mehr alles selbst alleine, sondern habe ein paar Rentnerinnen, die mir mithelfen. Das war mir auch ein nahes Anliegen, dass man eben Leute mit aus Deutschland ins Boot holt und auch dieses Handwerk einfach auch nochmal zeigt. Und genau, ein großer Punkt auch, was in dem Laden eben auch mitschwingt, ist, ich gebe Strickkurse, Handstrickkurse und Maschinenstrickkurse und versuche auch das Handwerk so mit weiterzugeben, dass das nicht verloren geht.
Aber das bedeutet, du entwirfst die Sachen und dann hast du ein Team von Rentnerinnen wahrscheinlich, die das nach deinen Plänen dann für dich stricken. Genau, das ist, hört sich aber einfacher an, als es ist tatsächlich, weil natürlich jede Frau ihre, oder auch Mann ihre eigene Handschrift hat beim Stricken. Und am Ende kommen die Ärmel mal 5 cm länger raus. Das ganze Strickteil ist auf einmal viel enger gestrickt. Oft kriege ich auch die Antwort, ach Isabel, ich dachte, das sieht mit einer 9er-Nadel irgendwie schöner aus. Deswegen habe ich das jetzt mit einer 9er gestrickt statt mit einer 10er. Was natürlich total sympathisch ist für mich. Aber am Ende steht man mit 10 verschiedenen Pullovern im Laden. Was genau für mich, also ich sage immer, wenn Leute reinkommen, sage ich immer, anprobieren, dass dein Teil findet dich am Ende. Genau, man hat aber immer eben ein Einzelstück. Es ist nicht reproduzierbar und es steckt Seele drin. Und mich freut es auch total, dass es die Frauen einfach so mitnimmt. Die sind oft Rentnerinnen, waren eventuell immer Musterstrickerinnen früher, verdienen sich sowas mit dazu und haben auch die Möglichkeit, eben ihr Handwerk weiterzugeben und erfahren auch eben die Wertschätzung. Und das finde ich total schön, weil meistens haben die Enkelkinder, die schon sagen, oh, Oma, der 10. Pullover, wirklich. Und so können sie dann ihr Handwerk weitergeben. Das finde ich total schön. Und du hast ja gesagt, du hast einen eigenen Laden. Wer kommt so in deinen Laden? Sind das Leute, die speziell gesehen haben, es gibt einen Laden für nachhaltige Produkte aus Wolle? Oder ist es auch Laufpublikum, die gerade einfach mal da längs laufen? Wer sind deine Kunden? Also es ist mehr Laufpublikum, würde ich sagen. Also es kommen schon Leute zielgesteuert hin, weil ich auf Instagram recht aktiv bin. Das schon, da kommen auch welche auf mich zu. Aber es ist viel Laufpublikum. Im Karo-Viertel tatsächlich auch einige Touristen, weil doch das Karo-Viertel bekannt dafür ist, dass dort viele Leute noch ihre Läden haben, schon seit zig Jahren, die eben handwerklich sehr versiert sind. Sei es ein Hutladen, auch ein Blumenladen. Da passt das irgendwie auch so ganz gut rein. Und genau, also mal oft ist es eher durch Zufall, aber wenn die Tür offen steht und ich da drin sitze und stricke, dann denken viele, dann regt das schon so zum Gespräch an. Das ist irgendwie immer ganz nett. Ich finde, es verkürzt so den Weg von mir zu potenziellen interessierten Leuten am Stricken und an den Produkten natürlich, ja. Bevor ich übergehe zur Fashion Revolution, vielleicht eine letzte Frage. Wo genau ist denn dein Laden? Der ist in der Glashüttenstraße 5 im Karo-Viertel in Hamburg. Genau. Wir sind, ich hatte ja bereits gesagt, Engagement Global, wir sind eine Durchführungsorganisation des Entwicklungsministeriums. Wir machen natürlich keine Werbung, aber wenn Sie mal in der Nähe sein sollten, können Sie ja mal reingucken. Und es gibt auch hier einen kleinen Stand auf der Green World Tour. Genau. Dann würde ich einmal fragen, du hattest, Leonie, du hattest ja erwähnt, ihr seid bei der Fashion Revolution Week. Was ist das? Was ist die Fashion Revolution, die ihr anstrebt? Ja, genau. Also das wurde 2013 gegründet in England und ist quasi entstanden durch das Unglück in Rana Plaza oder von der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch, wo mehr als 1000 Leute gestorben sind. Genau, also es ist tatsächlich so, dass dieses Unglück auch nicht alleine dasteht. Also so welche Unglücke sind, ich würde jetzt mal nicht sagen, also sie häufen sich schon, weil in Bangladesch oder auch in anderen Produktionsstätten, wo Fast Fashion hergestellt wird, die Arbeitsbedingungen oft sehr mangelhaft sind. Der Arbeitsschutz, wie wir ihn hier in Deutschland und auch in Europa kennen, gar nicht besteht. Und die Organisation setzt sich dafür ein, dass das quasi darauf aufmerksam gemacht wird. Es gibt, die haben dann den Hashtag Who Made My Clothes ins Leben gerufen, wo man auf den sozialen Netzwerken sein Kleidungsstück falsch herum anziehen kann, wo dann man halt das Label sieht von den Produzenten oder von dem Label besser gesagt und dann fragt Who Made My Clothes? Also dass man quasi direkt die Frage stellt an die Marken, hey, mir ist es wichtig zu wissen, wie und wer meine Kleidung, die ich trage, produziert. Genau, das ist so ein bisschen das ganze Konzept. Und wir hier in Hamburg, also ich bin seit 2019 mit dabei. Ich glaube, in Hamburg gibt es Fashion Revolution, also oder eine Gruppe, die sich quasi intensiv damit einsetzt und auch die Fashion Revolution Week halt zu diesem Tag, wo der Einsturz dieser Fabrik war, Rana Plaza, am 24. April immer eine Fashion Revolution Week gibt, wo wir dann
unterschiedliche Veranstaltungen machen oder eine Demonstration. Also wir haben ja hier laufen auch so ein paar Bilder von vergangenen Events, die wir gemacht haben. Genau, da sieht man zum Beispiel jetzt gerade zum letzten Jahr, oder nicht zu diesem Jahr, da ging es natürlich ein bisschen distanzierter zu, da wird gerade ein riesen Kleiderberg aus Altkleider zusammengenäht bei Bridge and Tunnels. Das war dann unser Kleidermonster, was auch atmen konnte am Schluss. Genau, also das sind so Aktionen, die wir machen. Es geht im Endeffekt darum, die Endverbraucher darauf aufmerksam zu machen, ihr habt eine Macht, ihr könnt mit den Marken sprechen, gerade jetzt, wo es so eine große Social-Media-Plattform gibt. Genau, und dass jeder da seine Stimme benutzt. Und wie bist du dazu gekommen? Also über Kontakte oder weil du dich engagieren wolltest? Genau, ich bin tatsächlich dazu gekommen, ich hatte mein Studium dann beendet und war so, okay, ich möchte jetzt irgendwie auch was machen und habe dann geschaut nach ehrenamtlichen Gruppen, die hier für nachhaltige und faire Mode was machen in Hamburg und bin dann halt auf Fashion Revolution gekommen. Und im Nachhinein kannte ich schon einige auch, die dort dann auch mitgemacht haben, weil man ist dann doch auch ein recht kleiner Kosmos, würde ich mal sagen. Also man kennt sich dann irgendwie auch die, die sich für nachhaltige und faire Mode einsetzen. Und so bin ich dazu gekommen. Und das war dann Anfang 2019, ja. Und wie seid ihr organisiert? Habt ihr regelmäßige Treffen, ein Vereinshaus? Wie sieht's aus? Nicht ganz, das wäre nochmal eine Idee, ein Vereinshaus. Aber da würden uns, glaube ich, leider auch ein bisschen die Mittel fehlen. Es ist so, dass tatsächlich unsere Hauptarbeit besteht ja wirklich im April, in der Woche um den 24. April. Und da ist es so, dass wir meistens manchmal schon so Anfang Dezember im Jahr davor oder dann zum Januar an, diese Woche zu organisieren. Und dann gibt es unterschiedlichste Aufgaben. Also es ist gar nicht so, dass einer eine Aufgabe hat, sondern es ist ganz unterschiedlich. Die Aufgaben werden dann auch während der Woche oder halt auch schon in der Vorbereitungszeit dann verteilt. Und jeder macht irgendwie das, worauf er auch Lust hat oder wo er Kontakte hat. Und im ganzen Jahr kommen dann auch mal so Aktionen auf uns zu, die wir machen, aber es ist hauptsächlich tatsächlich geht es um diese eine Woche im April. Ihr seid ja beide bei Fashion Revolution dabei. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was macht ihr persönlich ganz konkret? In dieser Woche, zum Beispiel jetzt in der letzten Woche, ich weiß gar nicht, ich habe schon drüber nachgedacht, was ich da eigentlich konkret gemacht habe. Ich glaube, ich habe echt so einmal alles. Genau, man irgendwie macht dann auch so ein bisschen, wo braucht jemand noch eine helfende Hand? Und ansonsten in der Woche ist es natürlich sehr zeitintensiv und auch die Wochen davor. Aber sonst übers Jahr hinüber ist es eher ein bisschen weniger. Ja, ich würde sagen, so ab Anfang Dezember, Anfang Januar treffen, beziehungsweise es war jetzt zuletzt wirklich online über Zoom, wir uns einmal die Woche war es eigentlich, am Anfang immer in einer großen Gruppe, um irgendwie so zu gucken, was wollen wir denn überhaupt machen. Und dann später in kleineren Gruppen, wenn sich so rauskristallisiert hat, in welche Richtung es geht, dann geht es um Social Media Awareness, irgendwas. Ich habe so einen Filter gemacht. Dann geht es um einfach, wenn man ein Event organisiert, wer kümmert sich um Genehmigungen, also solche Sachen. Dann guckt man wirklich, dass jeder sich dort einbringen kann, wo man am meisten Lust drauf hat und wo man vielleicht auch schon Kontakte irgendwie hin hat, damit es irgendwie leichter läuft. Wie Bridge & Tunnel hat uns dann die Werkstatt gestellt, die sind auch mit dabei und solche Geschichten. Und wir versuchen aber jeder, der irgendwie Lust hat, egal wie viel Zeit man da einbringen möchte, wir können alle Hilfe gebrauchen. Und auch wenn man nur eine Stunde Zeit hat, um vielleicht mal irgendwie Aufsicht zu leisten vor Ort, dann hilft das ja auch schon was. Also es ist wirklich, da wird auch niemand, man muss nicht irgendwie 10 Stunden in der Woche dafür aufbringen, sondern jede Hilfe ist willkommen. Und durch euer Engagement, würdet ihr sagen, es gibt irgendwelche Erfolge, die ihr bereits sehen konntet? Hat sich was verändert im Kleinen oder im Großen durch die Fashion Revolution? Also ich würde sagen, ganz allgemein
ist es auf jeden Fall so. Es gibt, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, in wie vielen Ländern gibt es Gruppen, die sich genau für die Fashion Revolution Week einsetzen. Und also diese ganze Organisation ist schon sehr groß geworden. Und man merkt auch natürlich in der ganzen Industrie, dass in den letzten, ja, ich würde sagen sehr intensiv, in den letzten 5 Jahren das Thema faire Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie schon wichtig geworden sind. Und auch, dass die Endverbraucher wissen, okay, das hat ein Mensch gemacht und wie, in was für Verhältnissen war der etc. und was für Geld bekommt der oder diejenige dafür. Und wir jetzt ganz persönlich, also ich glaube, wir haben schon durch unsere Aktion den einen oder anderen irgendwie abgeholt und allgemein halt die ganze Organisation, die wird auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen haben, dass auch dieser Trend zur Fair Fashion, ja, man muss so einen Trend sagen, obwohl es eigentlich etwas sein sollte, was auf jeden Fall bleibt und nicht wieder geht, hervorgerufen hat. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass durch die Fashion Revolution Week und die ganzen Aktionen drumherum ist so ein Verbund entstanden aus Menschen, die sich eben dafür interessieren und mitwirken möchten. Und das gerade in so einer Nische ist es eben besonders wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn man mal irgendwie Schwierigkeiten hat oder irgendwie in einem bestimmten Moment nicht weiter weiß oder wie man anfangen soll, dann kann man innerhalb dieser Gruppe immer andere gut konsultieren. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein großer Vorteil für uns alle, zusammenzuwachsen. Es soll nicht kompetitiv sein untereinander, wie es eventuell in der konventionellen Modebranche eigentlich sehr ist, sondern dass man wirklich zusammenarbeitet und schaut, wie man zusammen eben was bewegen kann. Das hört sich super an. Ihr hattet gesagt, jeder kann irgendwie dabei sein, jeder kann mitmachen. Angenommen, ich würde jetzt gerne mitmachen, wie kann ich euch wie kann ich die Fashion Revolution Hamburg erreichen? Genau, es gibt so den ganz klassischen Weg, dass man quasi einfach bei Fashion Revolution, da gibt es, ich glaube hier in Deutschland ist halt in Berlin das Office, die kann man anschreiben und die würden dann fragen halt, ja, in welcher Stadt bist du, und die würden dann quasi uns die Mail weiterleiten oder die Nachricht. Genau, aber man kann tatsächlich, würde ich jetzt auch mal so sagen, uns einfach persönlich auf Instagram auch schreiben und sagen, hey, ich weiß, du machst da mit, ich habe auch Bock. Genau, also einfach ansprechen, also ganz unformal, würde ich. Ja, auf jeden Fall. Dann ist man einfach mal direkt beim ersten Gespräch mit dabei und man kann dann auch gerne, also erstmal zuschauen und gucken, wer ist dabei, ist mir das, habe ich da Lust drauf. Und genau, ohne keine Vereinsbeiträge, gar nichts. Also zu nichts verpflichtet. Habt ihr Vorbilder im Bereich nachhaltige Mode? Würdet ihr sagen, da könnt ihr euch noch eine Scheibe abgucken oder seht ihr euch eher so als Pioniere? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Pionierin bin auf dem Feld. Also ich bin auf jeden Fall, also dafür bin ich auch viel zu jung. Also da gibt es so Namen wie Vivienne Westwood, die auf jeden Fall schon immer da sich einbringt und auch wenn es ums Klima geht, ja immer da ihre Stimme erhebt. Oder Stella McCartney, das sind so ganz große Namen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch hier in Deutschland gibt es Labels, die sich schon seit, glaube ich, 17 Jahren, ja zum Beispiel Armed Angels oder auch Lanius, die es schon echt sehr lange gibt und die sich sehr lange von Anfang an mit diesem Thema beschäftigen. Genau. Ja, nee, so sehe ich es auch. Kann ich so unterschreiben. Könnt ihr so ein paar Sachen nochmal sagen? Was läuft denn gerade richtig gut im Bereich der nachhaltigen Mode? Also gut finde ich, dass es Labels gibt, die nicht so zu den ganz Großen gehören, wie Stella McCartney oder halt wirklich auch Mode machen, die jetzt nicht unbedingt erschwinglich ist, sondern dass es halt Unternehmen gibt wie Armed Angels oder John & June zum Beispiel, die faire Mode wirklich zugänglich machen für alle. Das ist, also weil lang hieß es so, faire Mode, ja, aber ganz schön teuer. Und so muss es eben nicht sein, die zeigen das. Das finde ich richtig gut, dass es so läuft und dass es eben Produkte gibt, die sich wirklich jeder leisten kann. Das finde ich toll und dass einfach so im Allgemeinen auch so das Interesse irgendwie steigt. Da, wo die Bioernährung oder Ernährung im Allgemeinen schon wirklich sehr viel weiter ist, so geht es dann langsam mit, also man ist immer noch selber in der Bubble und uns kommt es, glaube ich, schon sehr viel größer vor, als es eigentlich ist, leider. Aber genau, so mitzukriegen, wie alles steigt und bekannter wird, das ist schon schön. Jetzt hattet ihr gerade gesagt, was richtig gut läuft. Wo würdet ihr sagen, läuft es denn gerade nicht so gut?
Okay, das ist natürlich nicht so schwierig, weil tatsächlich ist es so, dass es leider noch allgemein in der hauptsächlich in der Modeindustrie sehr schlecht läuft. Also ich glaube zum Beispiel, das ist immer so verbildlich, dass immer ganz schön die Modeindustrie ist insgesamt, schüttet die mehr Emissionen aus als Kreuzfahrt und Flugverkehr zusammen, also und auch nicht in Corona-Zeiten. Also das ist halt schon so eine Hausnummer, wo man weiß, okay, Flugzeuge, das ist schon krass, Kreuzfahrt, Schiffe auch. Also da läuft noch sehr vieles nicht richtig und ich glaube, man kann also überall, wo es um Wasserverbrauch, Chemikalieneinsatz, Menschenrechte, also da ist wirklich, kann man so viel aufzählen, was noch geändert werden muss und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass jeder sich bewusst wird, er kann dazu was beitragen, dass er sich halt genau überlegt, okay, wem gebe ich mein Geld auch am Ende des Tages, genau. Ja, als Konsument hat man eben nämlich eine starke Stimme und damit kann man, egal wie klein die Stimme einem in dem Moment erscheint, sie zählt auf jeden Fall. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Genau. Jetzt habt ihr die Konsumentinnen und Konsumenten angesprochen. Sind das die Akteure, die wirklich was verändern oder glaubt ihr auch, dass die Verantwortung eigentlich bei den Designern oder bei den Unternehmen liegen sollte? Wer kann was verändern? Was denkt ihr? Also auf jeden Fall. Also die Verantwortung sollte auf jeden Fall bei den Unternehmen liegen. Also ich bin auch der Meinung, dass es da auch politische Regelungen geben sollte und Gesetze. Also es gibt jetzt ja schon das Lieferkettengesetz, was auf jeden Fall jetzt noch nicht ideal ist, aber auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung geht. Und da muss auf jeden Fall ganz klare Voraussetzungen geschaffen werden, wo Dinge einfach nicht gehen sollten, dass man zum Beispiel Mindestlohn gezahlt wird, egal in welchem Land oder auch von Existenzlohn, das ist immer wichtig, dass die Menschen wirklich von ihrer Arbeit dann auch leben können und im Endeffekt bei jedem Designer und jeder Designerin sollte sich immer überlegen, bis wohin plane ich mein Produkt, also man sollte immer im Kreislauf denken, dass man halt nicht sagt, okay, dann ist es beim Kunden und dann ist es quasi eigentlich egal, weil du hattest es auch vorhin gesagt, Abfallwirtschaft ist halt wirklich auch ein ganz, ganz großes Thema in der Mode. Es werden viel zu viel Mode, Teile, Kleidungsstücke produziert und viele werden oft nicht getragen, gar nicht verkauft, weggeschmissen. Und ich glaube, dass man sich da bewusst macht als Designer und Designerin, kann mein Produkt repariert werden, was für eine Lebensdauer es hat. Genau. Auch vom Design her ist es zeitlos. Also man sollte meiner Meinung nach nicht so den neuesten Trends, es ist schon fast unmöglich dahinterher zu rennen, weil die so schnell wieder abflachen. Aber genau, auch zu überlegen, wie konzipiere ich mein Design, dass es eben auch über längere Zeit wirklich auch tragbar ist und man es auch tragen möchte, dass man sich nicht dran satt sieht. Und dass es nicht irgendwann, genau, dass es so, ja, dass man es irgendwann nicht mehr sehen kann. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt. Aber eigentlich ist es doch genau die Geschäftsidee. Also ich habe immer wieder, also nicht von euch, aber von der normalen Modeindustrie, ich habe immer einen neuen Trend, die Leute kaufen das und dadurch kaufen die Leute viel mehr, als sie eigentlich brauchen und ziehen die Sachen nur 2-3 Mal an. Glaubt ihr, dass man mit zeitloser Mode dem entgegenwirken kann? Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile. Also, weil wenn man sich das mal anschaut, kommen viele Trends auch wieder. Wo man auch sagen kann, okay, die Hose hätte meine Mutter auch irgendwie aufbewahren können, die könnte ich jetzt wieder tragen. Also das sind so Themen und im Endeffekt, das ist halt genau das, wovon man sich auch als Konsument und Konsumentin lossprechen kann und sagen, ey, ich habe meinen eigenen Trend, den ich verfolge und die Hose wurde vielleicht vor 2 Jahren gekauft, aber ich will sie heute auch immer noch tragen. Und gerade zeitlose Mode, also wenn Designer und Designerinnen das quasi als den Trend schlechthin setzen, das ist eigentlich genau wichtig. Aber natürlich ist es so, dass in dem herkömmlichen Modesystem und Wirtschaftssystem es darum geht, immer wieder neue Kaufanreize zu bieten. Das stößt natürlich auf das Nachhaltigkeitskonzept auf jeden Fall. Und da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren, glaube ich, noch ein großes Umdenken und Verändern auch in der Wirtschaftsbranche oder Wirtschaftssystem sehen müssen, meiner Meinung. Absolut. Ich glaube, als Konsument kann man sich einfach wirklich jedes Mal beim Kauf auch fragen, brauche ich das wirklich?
habe ich das nicht vielleicht schon zu Hause? Ist auch dann überlegen, wie lang kann ich dieses Kleidungsstück auch tragen? Also es ist eigentlich so ein, es gibt so einen Kostenumrechner quasi, wo man sagt, okay, dieses Kleidungsstück kostet so und so viel und ich werde es wahrscheinlich so oft tragen. Entweder weil es ein zeitloses Design ist oder eben auch, weil es einfach qualitativ so hochwertig gearbeitet ist, dass es eben lange hält. Und so kann man ja auch einfach sehen, nur, also man sollte nicht auch immer nach dem Preisschild bewerten und am Ende sich fragen, brauche ich überhaupt so viel? Und genau, und immer wieder was Neues. Da sollte man, glaube ich, auch ansetzen. Ich glaube, die Art und Weise, wie Mode momentan konsumiert wird und wenn man schon die Innenstadt sieht und die Menge an Geschäften und an Kleidung, die da überall rumhängt, ich glaube, da muss man auch, oder kann man auch ganz gut als Konsumentin ansetzen und überlegen, ja, brauche ich das alles? Ihr habt beide Modedesign studiert. Wie war das im Studium? War das ein großes Thema Nachhaltigkeit oder wie steht ihr jetzt als Modedesignerin, die im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten? Habt ihr das Gefühl, das wird positiv gesehen oder werdet ihr eher so als die schwarzen Schafe gesehen, die versuchen, das schöne Geschäftsmodell kaputt zu machen? Also es ist auf jeden Fall so, dass es Thema in den Universitäten ist, aber ich kann auf jeden Fall, in meiner kurzen Laufbahn als Studentin, also ich habe 2013 angefangen, Modedesign zu studieren, da war das auf jeden Fall noch nicht Hauptthema und es wird auf jeden Fall immer mehr, dass man auch kein schwarzes Schaf mehr ist, sondern auch eher sagt, ah ja, okay, das ist richtig. So. Ich glaube, es kommt auch nochmal schwer drauf an, in welche Richtung man sich ausrichtet. In Deutschland, also man kann an vielen Hochschulen Modedesign studieren, dann gibt es halt die technischen Hochschulen auch und die künstlerischen. Und ich habe mich mit mehreren jungen Frauen hauptsächlich schon drüber unterhalten und leider ist es oft so, je renommierter die Modeschule, jetzt noch nicht mal unbedingt Deutschland, sondern tatsächlich weltweit, desto geringer ist deren Achtung nach Nachhaltigkeit tatsächlich, weil sie sagen, das legt uns eher Steine in den Weg. Wir möchten ja ganz kreative Kreationen hier erschaffen und die richten sich noch gar nicht so sehr nach dem Bekleidungsmarkt und wollen davon, ist nett, wenn das eine Studentin oder ein Student macht, aber die höchste Priorität hat dann schon noch das Design. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass schon den Studentinnen am Anfang schon einfach so ein Stein in den Weg gelegt wird, dass man sagt, du hast jetzt aber nicht das innovativste Design oder Material, weil du dich an gewissen Stellen bremst oder selber bremsen wolltest, weil man eben guckt, dass man irgendwie zertifizierte Materialien verwendet oder gewisse Materialien einfach ausschließt. Ich glaube, das ist wirklich, da muss ich was tun, also ganz oben quasi. Wir haben ja eine Frage, ich würde einmal kurz das Mikro weitergeben. Gibt es denn schon eine Liste von Geschäften, die in dem Sinne Mode verkaufen, hier in Hamburg? Ja, da gibt es tatsächlich, was ganz schön ist, also ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, das weißt du vielleicht, es gibt auf jeden Fall eine Liste von irgendeinem Instagram, also eine Influencerin, aber es gibt auch die Green Tour, das ist quasi eine Tour, an der man auch teilnehmen kann und die haben auch, also bei uns zum Beispiel bei Glory in der Marktstraße, wir verkaufen nur faire und nachhaltige. Ja, genau, also das ist in der Marktstraße 31, da gibt es zum Beispiel, haben wir diese Flyer von Green Tour, das kann man auch googeln und die listen in unterschiedlichen Städten, die haben glaube ich in Berlin angefangen und das gibt es mittlerweile in Hamburg und in Köln und die listen ganz viele Fair Fashion Läden, die nachhaltige und faire Mode verkaufen. Ja. Ja, ich habe die Map auch bei mir im Laden, genau. Und die machen, also ich weiß, dass sie am 2.10. zum Beispiel noch eine Tour machen durch das Karo-Viertel. Ja. Seid ihr mit Sicherheit auch dabei und dann, genau. Genau, und ich weiß, jetzt fällt es mir wieder ein, also Marie Nasemann, die hat auf ihrem Blog Verknallt auf jeden Fall auch eine Liste mit fairen Labels und fairen Geschäften, soweit ich weiß. Ja. Und vielleicht noch als Info, Isabel hat auch hier ihren Stand gleich da vorne und kann bestimmt noch ein paar Tipps geben. Auf jeden Fall, sehr gerne. Gern vorbeikommen. Jetzt habe ich hier zwei Modedesignerinnen. Was ist denn euer Lieblingskleidungsstück? Also ich bin ein ganz großer Fan von Jacken. Also da bin ich auch immer ein bisschen, muss ich immer aufpassen und dass ich mir nicht eine neue Jacke kaufe, obwohl ich es wirklich gar nicht brauche. Ich habe mir vor, glaube ich, 11 Jahren mittlerweile mal so einen roten Mantel auf dem Flohmarkt gekauft, der selbst schon, glaube ich, eigentlich aus den 60ern ist. Also der hatte auch wirklich auch so kurze Ärmel, die musste ich dann verlängern. Und den liebe ich bis heute und den werde ich
wahrscheinlich noch als Großmutter hoffentlich tragen. Genau. Ja, ich trage tatsächlich viele Teile meiner Oma wieder auf. Und die hat irgendwann, die hatte so ganz tolle Leonard-Kleider. Das sind gestrickte Kleider mit so bunten Prints, also sehr 70s-mäßig. Und hat die dann irgendwann leider abgeschnitten, als sie dann keine Kleider mehr tragen wollte. Aber die habe ich jetzt eben noch so als Longsleeves und die trage ich unheimlich gerne. Genau. Wir kommen zum Abschluss. Habt ihr einen Tipp, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer nachhaltig shoppen können? Ihr habt das bereits gesagt, aber wo Labels, worauf würdet ihr sagen, kann man achten? Ja, es gibt natürlich auch Siegels, auf die man achten kann. Also das GOTS-Siegel ist zum Beispiel ein Siegel, was sehr vertrauenswürdig ist, wo man auf jeden Fall immer darauf achten kann. Das ist dann auch im Label, also im Hangtext quasi, wo halt auch die Waschenweise draufsteht, da steht das dann drauf. Oder da gibt es zum Beispiel auch siegelklarheit.de, glaube ich. Da kann man sich auch informieren. Genau, wo kann man noch drauf achten? Natürlich auch, was für Materialien da drin sind. Ne? Sind es Gemische? Ist es Biobaumwolle? Steht auch meistens immer drin. Hm. Ja, ich würde, also das ist so das Einfachste, dass man zum Beispiel sagt, wenn man jetzt zum Beispiel Strick kauft oder so, dass man guckt, dass da kein Polyamid mit drin ist oder kein Acryl. Also ich habe morgen hier nochmal einen Vortrag um 12.30 Uhr, meine ich. Und dafür habe ich so ein bisschen recherchiert und bin dann auf einen Pullover rausgekommen für 24,99 Euro von einer großen Fast-Fashion-Marke mit 50% Acryl, 45% Polyamid und 5% Wolle. Wo ich auch, da werde ich schon durchaus mal ein bisschen sauer. Und das Problem daran ist, ist nicht nur wahnsinnig unangenehm zu tragen, sondern man kann es auch überhaupt nicht recyceln. Und das ist wirklich das Schwierige. Und selbst beim Eigengebrauch, wenn man es denn, selbst wenn man den Pulli jetzt sehr gerne und viel trägt, wenn man ihn wäscht, dann ist eben das Problem, dass er Mikroplastik absondert und das am Ende in den Weltmeeren landet. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach einfach wirklich möglichst versuchen, auf Man-Made Fibers, also Kunstfasern zu verzichten oder Sportbekleidung zum Beispiel kann man auch gut in solchen kleinen Taschen waschen. Also ich glaube, genau, auch beim Eigengebrauch kann man einfach schon einen großen Unterschied machen tatsächlich. Und was auf jeden Fall auch immer ein Tipp ist und natürlich auch aktuell, glaube ich, sehr ein Trend ist, dass man einfach Vintage kauft, dass man Kleider auf Kleidertauschpartys gibt, das gibt es ja auch noch, dass man echt da Kleidung tauscht oder dass man in Vintage-Läden geht, weil das sind quasi Produkte, die schon da sind. Für die wird keine neue Energie oder auch keine neuen Ressourcen genutzt. Und damit kann man immer nicht so viel falsch machen. Ansonsten seine Sachen reparieren lassen. Und wenn, dann halt wirklich zur nachhaltigen und fairen Mode greifen. Und sich auch kleine Labels und Designer anschauen. Also auch hier in Hamburg. Ne? Also dich oder es gibt so viele kleine Labels und Designer hier in Hamburg, wo ein kleines Stück natürlich mal ein bisschen mehr kostet, aber dann lieber mal ein bisschen sparen und sich das eine gute Teil kaufen, anstatt 5 Pullover im Monat. Ja, ganz herzlichen Dank von mir. Das war super spannend. Vielleicht noch ein Tipp für alle, die zuhören. Einfach mal durchs Karo-Viertel bummeln, gucken, was gibt es dort für Läden und vielleicht kann man euch beide da ja auch treffen und im Gespräch noch mehr erfahren. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ja, danke schön. Danke.